Im November haben wir unsere D&D-Kampagne in der Welt Keleonida erneut in einem Live-Rollenspiel-Spin-Off fortgesetzt und dafür die Schlossberghöhlen in Homburg gemietet. Dieses Mal konnten wir nicht live streamen, weil wir in einer Höhle waren, aber ich habe gute Teile der Con mit dem Handy mitgefilmt. Hier ist alles an brauchbarem Material, damit ihr das Gefühl bekommt, wenn ihr es haben wollt, dabei gewesen zu sein. In einem kurzen, aber heftigen Krieg war das Vampirreich von Opirna vor 5 Jahren untergegangen. Nun reiste eine Delegation aus dem Westkontinent Keleonida dorthin, um nach entführten Drachenblütigen zu suchen und Verhandlungen mit den verschiedenen Splittergruppen aufzunehmen, die seitdem entstanden waren. Letztlich schlossen die Streiter Keleonidas ein Bündnis mit den Barbaren vom Stamm des Todesbibers gegen die Erben der Vampire in ihrer Monsterstadt Gigantengrab. Es wurde ihnen geweissagt, dass sie dort auch Antworten auf ihre Fragen erhalten würden. Um den Angriff auf Gigantengrab erfolgreich durchzuführen, mussten erst die 4 Wolkengeneratoren-Türme ausgeschaltet werden, die eine Kuppel der Finsternis über die Stadt legten. Die Keleonida und ihre Barbarenverbündeten teilten sich dafür auf. Während der Angriffe auf die Türme wurde einer der Stoßtrupps gefangen genommen. Die Gefangenen wurden in einen Kerker nach Gigantengrab gebracht. Und beim Versuch, sie zu befreien, liefen auch ihre Retter, dem Betrachterkönig Arothron dem Dreistieligen, in eine Falle. Das sind also die Invasoren aus dem Westen. Ihr habt geglaubt, ihr könntet mein Reich erobern, indem ihr die Wolkentürme sabotiert. Ihr seid weit gekommen, das gebe ich zu. Aber ich, Arothron der Dreistielige, hätte mich nicht zum Imperator über Opirna aufschwingen können, zum wahren Erben Sotimeas, die mich einst in diese Welt holte, wenn ich nicht immer mit einem offenen Auge schlafen würde. Ihr werdet das Schicksal aller Verräter und Feinde des Reiches teilen und zu Futter für meine Bestien werden. Die Katakomben unter meiner Stadt Gigantengrab werden jetzt auch eure letzte Ruhestätte. Hallo, wir sind auf der zweiten D&D-LARPCON, die wir bei Orkenspalter TV veranstalten. Wir sind in den Schlossberghöhlen in Homburg. Und Maike ist bei mir, um mir zu sagen, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Nein, alles ist bereit. Oh, okay, es ist nichts Schlimmes passiert. Wir sollten nicht ewig lang warten wegen der NSCs. Okay, wir sollten jetzt nicht mehr lange warten wegen der NSCs. Das sind unsere Spielenden für heute. Vielen Dank, dass ihr euch hier eingefunden habt. Ganze 8 Personen. Einer von euch ist vielleicht gar kein SC, sondern vielleicht ein NSC, der sich eingeschmuggelt hat. Subtil. Und wir haben gesagt, diese netten Menschen, die das letzte Mal schon dabei waren, sind jetzt alle eingesperrt worden von einem Betrachterkönig in seinem Untergrundmenagerie, wo sie gleich gefressen werden. Und das werden wir jetzt auf der Kamera festhalten. Also viel Erfolg. Waffen habt ihr auch keine, aber ihr kriegt das schon hin. Ihr seid ja alle irgendwie magisch begabt oder so. Und ihr habt ja auch noch einen Stock zwischen den Zähnen, das könnte euch auch helfen. Ihr habt Hörner, also ich mache mir da wenig Sorgen. Okay. Dann, sobald hier was um die Ecke kommt, sind wir in Time. Die SCs wurden erst einmal in einen Teilbereich der Höhlen gesperrt und mussten eine Wand durchbrechen. Er hat übrigens nur 30 Minuten, um die Höhle zu dekorieren, da wir sie insgesamt nur 5 Stunden mieten konnten. Sie ist auch nicht ganz einfach zugänglich, deswegen sind alle versperrten Dungeon-Wände nur mit Umzugskartons symbolisch zugestellt. Genau, hier ist eine Wand. Genau.
müsst ihr euch genau anschauen. Ja. Bruder Gilbert? Bruder Gilbert? Werft mich! Also die Wand ist schon ein bisschen brüchig, du würdest aber schon so eine Viertelstunde brauchen, um sie aufzubrechen. Ein bisschen brüchig, aber eine Viertelstunde dauert es wahrscheinlich. Er ist mal schön hier geblieben, damit wir Futter haben. Hey, Goblin! Ja. Goblin! Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Das ist eigentlich. Hey, kleiner Dino, hey! Wo ist denn der Ausgang? Hä? Guck mal, ich habe hier Futter für dich. Das kriegen wir auch hin, haben wir auch. Dann müssen wir uns aber erst den Lauf holen, dann kriegst du sie dann. Nein, erst die Süßigkeiten. Dann geht er vorne und dann zweiten. Dann kommt er schon weg, oder Dino auch. Das ist nicht von hier. Gut. Thank you.
gewesen! Schnell zu Gleise! Wie viele Zähne haben wir? Drei, glaube ich. Die SCs fanden schnell heraus, dass sie eine Reihe Gigantenzähne sammeln mussten, um zu entkommen. Zuerst stolperten sie aber erstmal in die Folterkammer, fanden dort ihre Waffen wieder und befreiten ihren Verbündeten, den Barbarenchef Upa Nash, den ihr vielleicht aus dem letzten Video noch kennt. Ich habe ihm nichts getan. Schau ihn an. Was machst du mit ihm? Ich bin hier unterkommandiert als Folterknecht. Als Folterknecht? Um Upanash zu foltern. Meine rechte Hand. Auch sein Folterer war ein alter Bekannter. Der Tiefling Sotilan war ihnen vor einer Weile noch als Diplomat des Vampirreichs begegnet, aber seitdem degradiert worden. Sollten Sie feststellen, dass Ihnen auch noch ein Haar gekrümmt wurde? Was weißt du? Schau hinein. Das ist dort. Schergen von Arotron. Er wollte mich auch hier einsperren. Ich habe nicht das getan, was er wollte. Kein Wunder, wenn er mir gesagt hätte, was er wollte. Aber er hat mich erhängen lassen. Dieses Monster. Natürlich. Und dann schmeißt er mich hier rein. Wolltest du mit ihm verhandeln? Ich sollte für ihn verhandeln. Er hat mich hingeschickt, dass ich in seinem Namen sprechen sollte. Das war das, was er mir sagte. Und dann komme ich da hin, mein Vertreter steht im Handel mit. Sind die Waffen von Upanash? Die sind da wirklich. Okay, die sind da wirklich. Ich fall dir, ich soll das Dauer noch verdienen. Kommst du schwer? Stell dir mal die Sonne zu. Schön, dich wieder zu sehen. Komm hoch mit dir. Ich würde mich hier keinen Finger reinhalten. Ja, Finger reinhalten. Ich kann es sehr so. Also es ist ein Fels, der hier den Durchgang versperrt und aus dem dieses Viech rausragt und singt. Ja. Kannst du verstehen, was es singt? Der Rest der Waffen liegen oben auf dem. Ich will mal meine Waffe holen.
Alles klar, bitte. Sing doch mal zurück. Singen. Was ist denn das, wo er das Spezialbild sieht? Würdet ihr den Trank identifizieren? Nein, ich kann es nicht so leisten. Sie fanden außerdem einen entführten Drachenblütigen in einer Zelle und erinnerten sich daran, dass es ihre Mission war, nach genau diesen zu suchen. Der Drachenblütige konnte ihnen dabei helfen, herauszufinden, was mit den verstorbenen Artgenossen passiert war, von denen nur noch ihre Karfunkel übrig waren. Das ist nicht gar nicht hier. Das ist real. Ich bin auf Reisen. Zu Gast am Lagerfeuer anderer Reisender. Wir lachen und teilen die Pfeife und das Trinkhorn bis spät in die Nacht. Elfen und Menschen, sie wollen meine Freunde sein. Doch, sie haben mich getäuscht. Am Morgen wache ich gefesselt auf. Meine Trinkkumpane von letzter Nacht entschuldigen sich bei mir. Sie sagen, es müsse sein. Es sei so vom Kosmos vorherbestimmt. Sie schlagen mir den Schädel ein und nehmen meinen Karfunkel heraus. Ich bin in einer Taverne in Fasonis eingekehrt. Nachts dringen Fremde in mein Zimmer ein und binden mich mit mächtiger Magie. Ich kann sie erkennen. Es sind gut gekleidete, schlanke Gestalten mit teuren Waffen. Sie tragen Masken aus Gold und Silber und mögen den Wirt bestochen haben. Ihre Magie raubt mir die Sinne. Als ich wieder zu mir komme, finde ich mich mit zwei anderen Drachenblütigen im Bauch eines Schiffes wieder. Wochenlang reisen wir über das Meer. Wir dürfen dieses Gefängnis nicht verlassen, doch werden wir mit Nahrung versorgt. Nachts laufen wir irgendwo ein. Mit verbundenen Augen werden wir vom Schiff geführt und dann in ein Höhlensystem. Dort werden wir vorgeführt, dem schwebenden Gewebeklumpe mit dem einen großen Auge. Er verzaubert uns, wir folgen ihm tiefer. Unsere Karfunkel sollen geerntet werden, sagt er. Doch vorher will er alles über uns wissen, ob man uns züchten kann, um weitere Karfunkel zu ernten. Er braucht sie, um sein riesiges Reich am Laufen zu halten. Das ist zu viel für uns. Wir überwinden den Zauber, reißen uns los. Ein Kampf entbrennt. Ich beiße dem Augenmonster eines seiner Stiele ab, doch dann streckt mich seine Magie nieder. Ich bin auf Pilgerfahrt nach Shiolane. Ich besuche die Stätte, an der sich Koraknakal in die Erde gegraben hat. Ein anderer Pilger sucht das Gespräch mit mir. Ein Hochelf, er will über den Mondgott reden, bittet mich in seinen neu gebauten Tempel. Der Weg dorthin führt durch eine dunkle Gasse. Dort überfallen mich vermummte Gestalten. Sie schleifen mich in ein Kellerloch. Ich verbrenne einige vor ihnen, doch am Ende werde ich bewusstlos. Als ich zu mir komme, sind meine Augen verbunden. Ich liege auf einer Steinplatte. Ich höre mehrere Stimmen. Menschen, Elfen. Sie reden in einer altertümlichen Sprache, die ich nicht kenne. Dwow? Das Gespräch scheint ritualisiert zu sein. Dann spüre ich einen Dolch in meine Brust eindringen. Und die letzten Worte, die sie zu mir sprechen, verstehe ich. Für die endgültige Wägung. Für das Ende der Welt. Sind die Türme gefallen? Mindestens einer ist gefallen. Unsere auch, bevor sie uns erwischt haben. Ich kann ja einfach tragen, mit zur singenden Wand. Ah, bring dieses Ding endlich zum Schweigen, aber seid vorsichtig. Warum? Weißt du es? Es steckt wohl mehr dahinter, als man denkt. Oh mein Gott. Wo ist unsere Wahl? Wir werden hier nicht rauskommen, erst wenn wir da nicht durchkommen.
ist zäh. Ich weiß nicht, was man machen will, außer Scheiben kaputt. Es verlangt mich danach, wenn ihr es mir geben könnt. Wenn ihr mich erlösen könnt. Eine dämonische Tür konnte durch das Opfer von Upanash geöffnet werden, führte aber in ein Segment voller Untoter. Und führt die da in die Freiheit. Who's it? Upanash! Upanash! Ja! Das ist doch da. Das ist nicht das. Hey! Upanash! Upanash! Upanash, mein Bruder. Wir können versuchen, ob wir Wunden heilen. Könnte jemand wiederbeleben? Wiederbeleben kann ich nicht. Ich kann nur, wer noch lebt. Hol ich mir ein paar Untote! Komm her! Genau du! Ja! 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 Die erhoben sich durch die Präsenz eines Lichts immer wieder. Ja! 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 Mein Bruder ist gestorben wegen euch! Das werdet ihr mir alle büßen! Stirb endlich, Mistvieh! Ja! 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 Sag mir nicht, ich soll mich beruhigen. Ja! Schlagen. Er hält sich auf! Ja! Olen Yannakea, gespielt von Maigi, war, wie das Tagebuch ihres verschollenen Assistenten berichtete, die Botschafterin des Untotenreichs Akea im Vampir-Imperium Sotimeas. Ich schreie Leute an und wecke Untote wieder. Und es macht Spaß. Das ist gut. Furcht! Und sie versorgte die Vampire mit jenen Drachenkarfunkeln, die sie brauchten, um ihr Land am Laufen zu halten. Da jedoch ihr Phylakterium abhanden gekommen war, drehte sie komplett durch. Das hättest du nicht tun sollen, mein Freund. Ja! 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 Die SCs mussten also das Phylakterium wiederfinden. Oder auch nicht.
Der kommt noch einmal runter. Der kommt noch einmal runter. Ja. Und einer der Untoten hat mir das Bein zerkratzt, sehr tief. Imperium, das, was der, wovon der Drachenborn... Wie sieht das aus? Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich weiß ja nicht mal, was es ist, aber der Drachenborn... Drachenborn oh, die Ohren stehen da rein. Ja! 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 Jawohl. Also weiter. Welche Richtung? Ja, das war auch. Was machen wir jetzt mit dem da? Wenn ihr die Wäsche mit verhauen, verdammt! Ja. Bitte nehmt mich mit, lasst mich nicht hier. Bin ich zu einem von denen werden. Was ist denn was? Wir haben was. Ja. Lauf mal, oder? Oh, der erinnert sich dran. Los, komm. Das ist natürlich ein Zimmer. Wo geht's denn schon? Dort entlang. Dort entlang. Komm schon. Wo bleibt ihr? Der Weg geht dahin. Komm schon, komm schon. Die anderen. Komm, Femke. Komm her. Komm. Asma. Komm. Komm. Dient, von Elfen gemacht. Ja, vielleicht nicht. Ich erinnere euch, verdammt. Ja, eben in den Netz treffen. Oder kann. Mehr habe ich aus dem... Ich hätte noch ein Tränke. Oh. Er hat gesagt, er hat dir ein Buch gegeben. Ja. Was steht denn da drin? Das wollte ich gerade fragen. Ein Tagebuch, aber wir waren ein bisschen nicht in der Situation, dass wir hätten lesen können. Das ist in Ordnung. Leider kein Philatelium, aber jede Menge Tränke und ein bisschen Geld. Sollen wir aus Spaß Geld irgendwelche. Sollen wir mal irgendwelche Tränke einstecken? Scheiß auf das Geld. Mit dem Trank hast du gerade wahrscheinlich eher was. Ich habe medizinische Ausrüstungssachen bereits vorne gefunden. Vielleicht sind das Heilschränke, ehrlich gesagt. Ja, dann gib doch mal die kleinere mit. Oh, eine Karte hier. Ja, aber ganz ehrlich. Ja, ein bisschen was passt da rein.
Die Karte sieht aus wie ein Verrat. Von hier. Heilen? Ja. Könnte jemand schon mal Hilfe sein? Nehmt einmal bitte das Buch. Wir haben Heilträger? Oder vielleicht? Vielleicht. Wir sind uns nicht so ganz sicher, was es ist. Aber hier sind medizinische Ausrüstungsgegenstände auf dem Tisch. Es könnte jedenfalls irgendwas mit entweder Heilen oder Schaden, wie auch immer, zu tun haben. Lotto. Kann überhaupt niemand irgendwelche Sachen identifizieren, außer mir? Ich kann das nicht noch so, was ich wie oft machen. Es tut mir sehr leid, ich kann das nicht. Ich weiß. Ja. Schatz, ich kann lesen. Oh, wer hat sich denn da aufgelöst? Ich habe keine Ahnung. Ich bin dafür, den kaputten Zauberstab zurückzulassen. Kenas, ein Auge, kann man das anfassen oder sollte man das nicht anfassen? Ich denke, es ist ein Auge. Ja, kann ich das jetzt anfassen oder soll ich das nicht anfassen? Ich weiß, was ich da mache. Es ist nur ein Auge. Ich hoffe, es ist ein blindes Auge. Jetzt auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher. Gut, wer möchte noch einen Trank tragen? Braucht jemand ein Auge? Okay, ich kann auch, ich bin eh schlecht im Kämpfen. Leute, die Dame. Ja. Guck mal, das sieht doch aus, als könnte es hier ranpassen. Das sieht doch ungefähr genau aus. Gut, nehmen wir es mal mit. Vielleicht können wir es auch. Aber ich, ehrlich, Leute, ich kann wirklich nicht sagen. Ja, es ist okay. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal, weil ich habe den Zettel verloren. Ja. Und ich komme da gerade nicht hin. Ja. Ich wollte gerade sagen, wir können uns nicht. Wir stehen alle eh. Auf der nächsten Ebene warteten Goblins auf sie, die von einem Gedankenschinder kontrolliert wurden. Mein Bruder Apanasch. Bevor ich dich töte. Das war ein cooler Tod. Warte mal ab. Kann ich das essen? Ja, aber da ist nicht viel drin. Ich meine, weiß nicht, ich glaube, das sind nur Zahnräder. Da ist gar kein Gehirn drin, oder? Ist das so eine Robocop-Situation? Mehr so positronisch. Nee, ich fürchte, da ist nichts Leckeres dran. Ja.
Magst du Metall? Hast du einen niedrigen Eisengehalt? Nein. Vampirkaiserin standen, aber mir ist noch nie eins begegnet. Ach, die Alte schon wieder. Vielleicht hilft wirklich. Augen verbinden, Bruder Gilbert. Einen mit einem eurer heiligen Sprüche. Ich weiß nicht, ob ich das möchte, dann blind in den Tod zu gehen. Wir müssen aber aufpassen, so. Nicht dass... Ich glaube, uns irgendwie tarnen. Mit... Goblins bist du normalerweise zufrieden. Womit sollen wir? Weiß nicht. Sollen wir uns grün anmalen? Ich meine nicht, dass wir das könnten, aber. Okay. Das hält doch drüben, könnte ich nicht vermitteln. Ich habe gesehen, dass dieses Viech irgendetwas in der Hand hat. Und diese Karte. Wir sind, ich habe zumindest jetzt den Anhaltspunkt, wo wir sind. Ja. Wie oft kann man das machen? 3, 4, 5 Mal. Ja. Leute. Ja. Wir rennen dran vorbei. Was ist es denn jetzt genau? Ein Gedankenschinder, der unsere Kontrolle versucht zu übernehmen. Genau. Haltet euch von. Würdest von du helfen, wenn du auch ein Gedankenschinder wärst? Ich glaube, ich habe den Zauberstab repariert, jetzt wo ich ein bisschen Zeit hatte, darüber nachzudenken. Kann ich jetzt seine Gedanken damit übernehmen? Weiß ich nicht, ob das funktioniert, aber eigentlich kann man damit... Es geht nur das Äußere. Aber vielleicht lässt er dich dann durch. Was wäre denn hilfreich, als Goblin. Dran vorbeizukommen? Goblin. Ein Goblin. Na gut. Kannst du das mit allen verbinden? Nein, das glaube ich nicht. Das ist Gruppe zu groß. Aber du kannst ja kannst ihm irgendwas sagen und dann irgendwo hinschicken oder so. Also Goblin meine ich jetzt. Kann ich mir mal so ein Goblin und dann... Ich bin der schlechteste Goblin auf dieser ganzen Welt. Wenn es nicht funktioniert, du dich wehren kannst. Nehme mich einfach auf. So, dann kann ich ihn auch ablenken und ihr rennt vorbei. Aus seinem Blick. Da, wo er unser Blick hinfällt. Ja, guter Also wenn jemand etwas finden kann, dann derjenige, der am meisten Erfahrung damit hat, magische Dinge und sonstiges aufzuspüren. Ich denke, da ist sowohl Bruder Gilbert als auch ich fehl am Platz. Richtig. Probier es doch einfach mal, dann wird es auch funktionieren. Die Bardin Luella, gespielt von Iris, verwandelte den Paladin Gilbert mit Hilfe eines gefundenen Zauberstabs in einen Goblin, um am Gedankenschinder vorbeizukommen. Das ist übrigens sehr witzig, dass man das tun werde. Scheiß drauf. So schlau ist der bestimmt. Du hast völlig recht. Ich kann nicht mehr. Ich kann ja nicht vorne stehen. Sagst du ihm? Ich werde. Was macht er jetzt? Der hat mich in einen Goblin verwandelt. Ist das schon passiert? Ja. Ja. Okay. Und was mache ich mit dem Rest? Ich hätte schon Hunger. Mhm. Die stehen da so einfach dumm rum, ne? Ja. Ich glaube, die sind da in der Sackgasse. Ja, geht erstmal da hinten hin. Krasch! Krasch! Das ist einer von uns. Das eskalierte leider, vermutlich wegen Missverständnissen und Sackgassen im Dungeon. Okay. Meister! Da hinten ist ein Ausgang. Ein großer Goblin. Das wird nicht funktionieren. Was hast du gemacht? Nichts. Gibt es dir eine Note, die ich schaffe? Irgendwie kamen die Estes dann doch in die dritte Ebene und trafen den Goblin Schmolli, der das Phylakterium gestohlen hatte, um seine von einem Monsterpilz verschlungene Freundin wiederzubeleben. Was auf einem Missverständnis beruhte, denn das Phylakterium kann sowas nicht. Was also nicht funktioniert hätte. Thank you.
Hier ist es sehr niedrig. Also. Ja, vorsicht mit den Löchern und so. Wo ist die Karte? Warte doch auf die Schritte. Die Eingeweide. Und Kopf einzieht. Oh ja. Kein. Ich glaube, ich habe Kratzer, mein Kopf. Kopf einziehen, hier wird es niedrig. Noch niedriger. Oh, verdammt. Ja, weiß ich nicht, ich würde eine Fuge reinkratzen. Ja, dann lass uns doch mal wieder aufschlagen. Ja, sonst mal auf die Karte gucken. Bruder, geh mal da vorne mit dem Bobbel. Ach, so, das ist die Karte von der Ebene, wo wir eben waren. Schauen wir, ob hier noch. Achtung, Karin! Ja! Enker, pass doch auf! Ich werde nur mal schnell durch, ob ich noch was Kartenartiges finde. Das ist sehr leer. Ist gut, dann machen wir für die Ebene unten drunter. Gut, haben wir das auch überprüft. Ich weiß nicht, ob ich das ausstellen sollte heute. Was? Es könnte kaputt gehen. Das ist Plexiglas. Luella! Ja, komm mal. Komm her! Das geht nicht mehr durch. Wen kannst du gebrauchen? Luella! Ah, ja, Luella! Hinter euch, hinter euch! Komm her schon! Ja. Hallo! Wo soll ich hin? Hier, zu mir! Schau mal, ich hab zwei, komm mal Luella! Der große Pilz! Und, und ein Goblin. Wie hat er sie getötet? Er hat sie getötet. Also er hat einfach. Und also er hat auch ganz viele andere getötet, aber weil sie nahm auch meine Freundin. Ja. Vielleicht hat der Wild einfach Hunger. Wolltet ihr ihn essen? Nein, nein. Der ist hier. Der ist hier aufgetaucht irgendwann und jetzt wächst er da und frisst alle, die zu nah rankommen. Dann geht nicht zu nah ran. Ja, warte hier. Und also. Ja, aber sie wird nicht wiederkommen. Vielleicht kommt sie ja doch wieder. Also, sie wird nicht wiederkommen mit dem PC. Sie wird jetzt zu ihm. Wir können für sie beten, wenn ihr möchtet. Glaubt ihr an irgendetwas? Könnt ihr machen, dass sie wiederkommt? Nein, das kann ich nicht. Aber wir können für sie zusammen beten, dass sie dahin geht, wo Goblins hingehen, wenn sie sterben, dass sie dort ein gutes Leben hat. Ich auf euch wartet, dass sie bei mir ist. Sie wird nicht mehr bei euch sein. Aber ihr könnt sie in eurem Herzen tragen. Aber der Glenn, der ist unser Herr. Nein, nicht unser Meister. Ja, dann haben wir jetzt einen Interessenkonflikt. Aber ihr dürft unseren Meister nicht töten. Das werden wir tun. Ei? Weil er will uns töten. Aber wir leben doch mit ihm zusammen. Ich kann doch auch mit ihm leben. Nein, wir wollen nicht mit ihm leben. Oh. Wir werden ihm das Licht ausblasen und dafür sorgen, dass seine Seele nirgendwo hingeht. Oh. Aber alles hier ist dunkel und böse. Ja, der Gedanke stimmt auch. Deswegen sind wir hier, um die Dunkelheit durch Licht zu ersetzen. Helft uns und ich helfe euch. Dann, wenn ihr mir helft, dann ist das was? Dann ist Bazina wieder da? Ich kann euch das nicht versprechen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich würde das hinbekommen. Aber was? Ich könnte euch belügen, aber das möchte ich nicht. Nein, aber wie wollt ihr mir dann helfen? Naja, erstens könnt ihr euer Leben verschonen. Du kannst doch mitkommen. Und ihr kommt mit uns. Nach oben? Weg von hier, von diesem dunklen, schmutzigen Ort. Wir haben Essen. Wir haben Essen, viel Essen. Ihr könnt euch da vernünftig anziehen. Nein, ihr müsstet kein Metall tragen. Da, wo ihr... Guck mal, kleiner Vorgeschmack. Dafür müsst ihr uns nur helfen, dieses Amulett, karaffenartige, wirklich hübsch aussehende Ding zu finden, was hier oben irgendwo sein muss.
Wenn, also, ihr habt gesagt, also ihr mit, wenn wir beten, dann geht Vatsina zum Licht und ihr nehmt mich auch mit zum Licht und dann sind wir uns da. Nein, an die Oberfläche. Nein, wir gehen an die Oberfläche. Sie geht zum Licht, dort, wo eure Seelen hinwandern, wenn ihr sterbt. Dann wird sie dort auf euch warten. Und überlegt mal, was ihr hier für Geschichten erzählen könnt, wenn ihr mit uns kommt und etwas ganz anderes erlebt als diese Höhe. Die hätte bestimmt gewollt, dass du ein schönes Leben hast. Ist doch deine beste Freundin. Beste Freunde wollen das doch füreinander. Aber ich kann nicht mit euch. Also mein Meister ist auch mein bester Freund. Den kann ich nicht mit euch angreifen. Nein, das müsst ihr nicht machen. Nicht machen. Das wollen wir auch gar nicht von euch verlangen. Reicht mir, wenn du uns nicht angreifst. Okay, also das mit dem Pilz, mit dem Phylakterium. Also, man hat gesagt, mit dem Phylakterium könnte man Leute, also, das macht Leute wieder lebendig. Untot, das macht sie untot. Man sind nicht so wie vorher, sie sind nur so wie die Leute auf Ebene 1. Naja, also auf jeden Fall dachte ich, bringe das, also... Ihr habt das gestohlen und ihr hochgebracht. Ja, aber... Ja, es ist doch in Ordnung. Ganz wo ehrlich, ist das denn? Das war voll die gute Idee. Ja. Aber das hat Vatsina nicht wiederbelebt. Ja, schade. Es tut es nämlich nicht. Es saugt im Zweifel ihre Seele auf. Da müssen wir schauen, dass wir die da rausbekommen. Ja, also der Idee ist mal ganz wohlgemerkt. Hat das Phylakterium gut gefressen? Also er hat es gefressen. Also der Pilz hat das Phylakterium gefressen. Das ist nicht der gute Pilz. Der Pilz hat unseren guten Pilz. Der Monsterpilz sah dem Orakelpilz von der letzten Con verdammt ähnlich, ließ aber nicht mit sich reden. Aber der Pilz hat ihre beste Freundin. Das ist eine Aufgabe für dich. Was? Das Phylakterium da rauszubekommen. Und du kommst mit uns dann? Klar. Also wenn du möchtest, du kannst natürlich auch hier bleiben. Ja, ich habe einen Hackeball, aber ich möchte vielleicht erstmal fragen, ob der Pilz ist gut. Vielleicht könntest du... Das ist, wie du das machst, sag mir, was ich tun muss. Aber das würde ich dir in deine Freunde hingeben, weil ich glaube, du bist die Einzige von uns, die sich am besten mit sowas auskennt. Die hauen nicht alle auf. Nein, die hauen dich alle nicht, weil du jetzt unter meinem Schutz stehst. Das ist ihre beste Freundin. Nein, nicht da. Hast du den? Was mit dem da ist? Björn, komm. Ah. Ah. Das ist hässlich. Hallo. Wer ist das? Selbst auf einmal, wir greifen dich nicht an, du greifst uns nicht an. Greifen mich an. Nein, ich meine. Wer ist denn das? Kennst du ihn? Der Pilz. Also der hat böse. Er hat böse Dinge angezogen. Ja. Das ist doch so ein Phylakterium, das ist doch bestimmt feuerfest, oder? Ja. Aber nur, wir haben ein anderes Problem. Wir sind in einer Höhle. Ja, hier ist etwas sehr Hässliches. Ich hätte voll fast einen Witz gemacht, aber das ist nicht so unheimlich, dass das am Boden liegt, was da ja, was da sitzt. Ja. Aber es ist nicht unbedingt hässlich, es ist einfach nur fremd. Der Raum und so. Wie kann das klappen? Welches? Das da gerade, das ja, mit dem großen, großen Hammer. Guck dieses Mal an, was es in der Hand hat. Das ist größer als das, was ich habe. Würde das helfen, wenn ich es in ein Kaninchen verwandle? Ja. Alles klar. Moment, mal gucken, ob es das funktioniert. Du bist ein Kaninchen! Gerne ein Kaninchen! Ja, hier ist jetzt ein Kaninchen. Ja! Aber Vorsicht, Kaninchen können sehr gefährlich sein. Jetzt komm ja nicht mehr. Du. Ich habe jetzt Angst vor dir und diesem Stab. Du wirst immer vor mir sein, ja? Das kann man nicht unendlich oft machen. Ich habe gehört, du hast ein Bakterium gegessen. Was davon? Möchtest du das vielleicht wieder ausspucken?
Steck ihm einen Finger in den Hals und erbricht es nicht. Ich will nicht, dann beißt ihr den ab. Nein. Nimm den Finger von jemand anderem. Den hier, ich hab gedacht, der Bild ist böse, der Bild ist böse. Steck in die Knochen. Hier, nimm den Axtstiel, nimm den Axtstiel. Ich geb dir meine Axt. Am Ende spuckte er das Phylakterium aus, weil er umgeknüppelt wurde. Von oben dann macht es das so. Ich kann ein paar Sporen mitnehmen, dann kannst du vielleicht wieder anders weiter wachsen. Wir legen dir mal ein bisschen zur Seite. Du bist ja alt. Aber ich glaube, ich habe was. Habt ihr den Pilz umgebracht? Leider ja. Gut. Wir gehen die Pilze langsam auf den Senkel. Nein, Pilze sind super, aber... Ja, aber der jetzt nicht. Wir haben das, was wir brauchen, also können wir jetzt hier verschwinden. Ja, okay. Nein, wir müssen erstmal Bruder Gilbert wieder auf geradeaus. Ja, lass uns das irgendwo machen, wo ich stehen kann. Wir gehen gerade drum, ihm mal das Phylakterium zu zeigen. Wir haben etwas, das deine Meisterin will. Achtung. Na, okay. So, was soll ich mir tun? Sollen wir doch die Typen durchgehen oder nicht? Ja, so lange sind alle da? Der steht eh wieder auf. Sind alle da? Geht nicht mehr mit vor. Ja. Gut, wenn alle da sind, dann gehen wir doch den Typen jetzt durch. Ja, ja. Habt ihr das Phylakterium? Ja. Gebt mir das Phylakterium, ich halte das auf. Das hat ihn nicht interessiert. Das meine ich nicht. Er kann mich schlagen, aber er kann mich nicht töten. Gebt mir das Phylakterium. Geht vorbei. Ja. Ja. Haltet den Kühl ab, soweit ihr könnt, solange ihr könnt. Da, da, da. Ah! Da! 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 Licht, wo seid ihr? Licht, zeig's euch! Da! Verschwinde! Zeigt euch Licht! Ich habe was gesucht! Weiter! Licht, wo seid ihr? Wo ist dieses Mistvieh? Warten wir hier. Wie geht's? Wir haben es gefunden. Ganz oben. Das Phylakterium. Ich dachte schon, ihr seid tot. Das ist sehr beruhigend. Ja, jetzt ist einer da stehen geblieben. Der Licht ist nicht hier. Geht's dir gut? Vorsicht hinter euch! Das bin ich nicht. Nee. Ich bin hinter euch. Ja, dann komm neben mich. Ich habe das Phylakterium. Haben wir den Licht gesehen? Nein. Nein. Oh Mann, oh Mann. Wir fangen langsam an zu nerven. Da! 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 Und wieder mit dir! Komm, wenn wir sie niedermetzeln, vielleicht kommt ihre Meisterin raus, um sie wieder aufzustehen zu lassen. Vielleicht ist sie ja auch dort, wo sie gekommen war, in dieser... Da hinten, links. Wo sind denn alle? Sind alle da? Ich könnte einen weiteren Kämpfer drauf neben mir. Ich habe nur noch einen Dolch. Ich habe das Bakterium. Und ich bin ja. Bruder Gilbert? Ja! Ja! Denker! Ah! Ah! Bitte, halte dich! Das ist diejenige, die ihr sucht, ja? Ruf sie zurück und wir geben dein Phylakterium. Mit dem Phylakterium konnten sie Olen Yanakia heilen und als Helferin rekrutieren. Ruf sie zurück. Ruf sie zurück. Ruf sie zurück. Oh. Oh.
seid ihr? Enka, vom Herdemund. Was spricht er? Ich. Ich sehe nichts. Ihr seht nur Lebende, nicht wahr? Das ist richtig. Lebende und Tote, was seid ihr? Lebend, aber nicht organisch. Seicht. Kommt. Ist das sicher? Kommt. Wo ist Bruder Gilbert? Wo ist Luella? Irgendjemand. Luella fällt. Ihr könnt mich hören. Ja, ausgesprochen verstört. So geht's den meisten nicht. Mag jemand anders mit mir reden? Mein Name ist Ilona. Sind hier durch eine Verkettung unglücklicher Ereignisse in dieser Höhle gelandet. Oh, das tut mir leid. Und würden gerne einen Ausgang finden. Aber leider wissen wir nicht so genau, wo der ist. Wo der ist. Und falls wir das, was wir denken, dass der Ausgang ist, wie wir den komplett aufbekommen. Ja. Ich glaube, er ist jenseits des Zahnschlosses. Aha. Ah. Das ist so Mulko. Oder angebracht hat. Das hat die Zähne ausgebrochen. Glaube ich. Oder war das so die Mehr? Sie hat auch Zähne aus dem Giganten gebrochen. Das sind Gigantenzähne, die dann das. Dann hat sie aus einem davon meinen Thron. Dem Drachen geboren. Den Drachen geboren? Ja, den ging es gerade. Oder ging es wieder besser? Also, er hat mich gebrochen. Irgendwas so Rache, glaube ich. Irgendwas so Rache? Bruder Gilbert? Bruder Gilbert braucht Heilung. Bruder Gilbert geht nach hinten. Immer einer Seite der Seite ist das, das brauchst du. Ah, ja, ich muss ihn nicht da aufschneiden. Bruder Gilbert braucht Heilung. Ich habe nur zwei Hände, irgendjemand. Was machen wir jetzt mit dem Hirn? Das brauchen wir, sagte sie. Ich habe es hier. Gut. Wenigstens hat er jetzt mal Hirn, würde ich sagen. Ja, aber mein Hirn positronisch, das heißt, dass ich keins habe. Was tun wir damit? Sie sind hier. Kann man einen Beholder eigentlich blenden mit normalem Licht? Da macht ihr den Unsinn, das sehen dann nichts mehr. Das weiß ich nicht. Also, alle Laternen, so kalt aufdrehen. Soll ich das Ding nehmen? Nehmen die Fackel. Ich glaube an dich, Ilona. Die Fackel. Ich melde es. Das ist aber etwas groß für einen Armbrustbolzen. Ballistenbolzen. Ballistenbolzen. Ballistenbolzen könnte sein. Der Kopf ist auch sehr groß. Enka! Enka! Ja.
Ach, das ist ein Symbol des großen Hungers. Unten noch einen. Was für einen seltsamen Körper müsst ihr haben? Ja. Und jetzt stecke ich einfach das Rückgrat da rein. Ja, und lege ihn in den großen Hunger. Ah, wir legen ihn nicht die anderen. Und mein Antrag? Ihr Antrag ist weg. Also dann. Bruder Gilbert. Bruder Gilbert ist sehr verständlich. Vorsicht. Ich habe nur das Überleben der anderen. Wie sicher? Wartet kurz. Ich muss dieses Ding loswerden. Das stört mich hier mit nur. Mit ihrer Hilfe durchbrachen sie die magische Verteidigung des Gedankenschinders, gelangten so an die letzten Schlüssel und mussten sich dem Endgegner stellen, dem Dino vom Anfang. Ja, ich habe es gefunden. Ich habe es leider. Ihr wisst, ich bin kein Schildkämpfer. Ja, aber. Oh, guck, unser Freund ist wieder da. Aber jetzt haben wir eine Waffe. Mal sehen, was diese flammende Klinge so kann. Es ist fast zu eng, um den Ball zu kämpfen. Wenn er hinter mich geht, mich hat es nicht getroffen. Lass mich vor, lass mich vor. Na! Nein, 170 Treppenstufen und einem weiteren Dungeon-Level. Junge, ist ziemlich finster. Ich habe Licht. Vielleicht nicht ganz vor uns, aber also näher. Meinst du, da ist das Ende? Ja, da sieht es aus, als wäre es das Ende. Das Sofa gibt mir auch einen weiteren Turmbruch, an dessen Spitze hier einen weiteren Kaffee befindet. Ist doch gut. Aber erstmal bräuchten wir den Rest. Sind wir weiter? Die Köchin haben wir gefunden. Was ich sage, der will mich töten, die ist voll okay. Sind alle noch da und unverletzt? Eine Treppe noch. Sechs? Nö. Bevor wir weitergehen, kann jemand noch sich um Verletzte kümmern? Die fünf Verletzten. Das werden wir herausfinden, denke ich, wenn wir irgendwann da oben ankommen. Wenn mich meine Beine vorher nicht umbringen. Hauptsächlich. Das ist eine Redensart. Solltet ihr sterben, nehme ich den Körper mit. Oh, das ist aber sehr nett von euch. Ich würde es trotzdem vermeiden, zu sterben, wenn es mir möglich ist. Ihr werdet aber nicht mehr erschöpft, wenn ihr tot seid. Das ist richtig. Und auch nicht außer Art. Das ist richtig, aber ich habe vorher, wie vorher schon gesagt, würden die Pass kleinen nur auf, Dinge dass ihr nicht durch den Dirrenach sterbt. Und sonst ist meine Seele Geschichte. Lampe geschaut? Oh, sind wir oben. Irgendwann muss es oben. Da oben geht's nicht weiter. Parole halt! Nein! Hallo? Frag mich so dumm und lass mich durch! Die Parole lautet: Wir wollen zum Kreis fliegen. Und du stehst im Weg. Ich bin hier, um eine Tür zu bewachen. Das ist nicht meine Tür. Frag mich so dumm und lass uns durch! Ist es dir das wert, dein Leben für die Tür zu geben? Naja, wenn ich bedenke, was der andere sonst macht, wenn ich euch hier. Moment, vor wem genau hast du Angst? Ja, vor dem, was da draußen ist. Also, deswegen bin ich drin.
Also ich hätte mehr Angst vor ihr. Warte doch mal. Vor wem? Vor ihr. Was ist denn da draußen noch gefährliches? Ah, das Hörnchen. Das ist Arsch. Du hast Angst davor, dass da draußen was gefährliches ist? Ja, deswegen bin ich drin. Ja, das ist sehr gut. Deswegen ist ja jeder drin, der irgendwie ein bisschen schlau ist. Aber ja. Was ist denn da draußen gefährliches? Ihr kommt nicht von draußen. Nein. Die Wahl kommen jetzt offensichtlich von drin, oder? Und ich wollte hier, wir wollen raus. Ich wollte wirklich nur raus. Dann tun, also wenn wir raus, dann stört ihr euch auch nicht mehr. Ihr habt die Erlaubnis? Ja, sonst raus. Wären wir wohl kaum die Treppe hochgekommen. Ja, so wisst ihr doch sicherlich das Lösungswort. Wir haben hier noch ein Problem. Wir haben eine Geiselnahme. Was ist euer Problem? Was, wir haben eine Geiselnahme? Ja. Was war das Lösungswort da vorne? Ja. Wussten Sie das Passwort? Ja, sonst wäre die Tür ja nicht offen. Oh, ist keiner gestorben. Genau. Geht's dir gut? Ja. Da geht's doch gut, du hast es gehört und sie haben es doch gelassen. Ja. Nur gut, wenn ihr weitergeht. Aber ja, wir brauchen die Runde auch. Wenn unser Herr euch freundlich empfängt, wird ihr uns mitteilen, dass dies so ist und wir werden sie euch hinterher schicken. Würden sie aber wirklich ungern allein. Nein, ernsthaft. Der Endgegner war natürlich der Betrachter, der sie hier reingeworfen hatte. Ich rede mit dem, auf den ich blicke. Nee. Doch, gut, auch, aber nee. Scham. Steh auf und diene mir. Du darfst deine Wo sind Freunde? Die anderen Eindringlinge? Da hinten, Meister. Da, wo es hell ist. Sie leuchten da so ein bisschen vor sich hin. Dann streckt sie nieder, worauf wartet ihr? Ich sehe sie doch da. Heute Zwerge, heute dem Rest. Ja. Dann kommt! Oh, am besten darum! Sterbliche! Ergebt euch! Euer Gefährte wird sterben! Ja, ja! Ja! Der Alte! Ja, verdammt! Ja! 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 Im Moment ist es relativ ausgewogen mit einer leichten, mit einem leichten Vorteil seitens der Personen aus Kildonida. Die Kräfte des Betrachters erleiden eine Niederlage nach der anderen. Also es ist, ich glaube, es ist eine gewisse Tendenz zu erkennen. Wer ist gerade im Ballbesitz? Der Beholder. Olaf ist im Ballbesitz. Olaf ist definitiv im Ballbesitz. Und die sollen mich besiegen? Hast du nichts Besseres? Ich wäre ein schönes Muhaha. Kannst du mir von vorne andeuten? Er hat sein persönliches Spotlight. Ja! 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 Wer? Ja! 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 Greif ruhig ein bisschen mehr ein, oder? Ja. Rückstoß. Ja. Rückstoß! Du bist gemeint. Ja. Du bist gemeint. Steh wieder auf! Ja, klar. Das ist das. Von der Lärme ist wieder. Okay. Ja. Ah. Verteidigt mich gefälligst! Das kann doch nicht alle Eisen sein! Auf!
Sophie! Ja! Rückstoß! Nimm das Schwert! Zieh's auf die A! Rückstoß! Für Hauptmann! Kämpf für mich! Noch ein Arschleife müssen weggehen. Ja! Bruder, komm her! Ja! Ja! Der Dreistierige ist tot! Mit dem Sieg über den Betrachterkönig Arothron brach das Vampirreich endgültig zusammen. Die Gesandten aus Kelionida hatten außerdem herausgefunden, was mit den entführten Drachengeborenen passiert war und dass ihre Karfunkel benutzt worden waren, um das Vampirreich bzw. Arothrons Reich anzutreiben. Aber unklar blieb, wer sie hierher verkauft hatte. Sie fanden außerdem ein verschlüsseltes Tagebuch in den Fäden des Pilzwesens, und was es damit auf sich hat, das sehen wir sehr bald im Pen and Paper.